Schönen Abend bei unserer täglichen Infosendung Mürztal aktuell. In der Steiermark macht der Pfusch etwa 2,2 Milliarden Euro aus. Hinter Wien, Ober- und Niederösterreich liegt man damit auf Platz 4 im Bundesländerranking. Dass Konsumenten oft ein Risiko eingehen, ist vielen nicht bewusst. Ein sogenannter Handwerkerbonus soll nun seitens der Wirtschaftskammer dagegen wirken. Seit Jahren ist das Wirtschaftswachstum verhalten. Glaubt man den jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds, wird es auch in der nächsten Zeit nicht wirklich zünden. Der Wirtschaftszweig Pfusch hingegen blüht. Eine Maßnahme dagegen setzt man jetzt seitens der Wirtschaftskammer mit dem sogenannten Handwerkerbonus. Ja, der Handwerkerbonus ist eigentlich eine Forderung, die die Wirtschaft schon lange gestellt hat, weil in anderen Ländern wie Deutschland und der Schweiz funktioniert das recht gut. Das heißt, der Kunde, der sich Reparaturen machen lässt über den Fachhandel oder über den Fachbetrieb, bekommt oder soll sie Mehrwertsteuerbezug zurückbekommen. Jetzt gibt es eben diesen Einstieg, das beginnt mit 1. Juli. Also die ganzen Rahmenbedingungen sind noch nicht am Tisch, also die Beschlüsse fehlen noch. Aber es gibt einmal einen Rahmen, wo man sagt, okay, wenn man bei den Ersten dabei ist, bekommt man maximal, also die maximale Summe sind 600 Euro. Also von 3.000 Euro, praktisch die 20%, die bekommt man dann zurück. Aber die genauen Rahmenbedingungen werden wir dann erst so Anfang oder Ende Juni bzw. Anfang Juli erfahren. Die Nachfrage der Kunden ist gegeben. Trotzdem, die Regelung steht noch nicht genau fest. Aber ab 1. Juli 2014 soll das Gesetz zur Förderung von Handwerkerleistungen in Kraft treten. Aber wie lässt sich das vereinbaren? Das ist praktisch das Thema, das wir momentan hier besprechen, auch haben, also seitens der Wirtschaft, das geht uns zu langsam. Das sollte eigentlich schon längst klar sein, damit man auch den Endkunden klar aufklären kann. Und da tun wir uns ein bisschen schwer, nachdem die Beschlüsse noch nicht da sind. Und wir können eigentlich nur sagen, ja, ab 1. Juli wird das eingeführt, mit einer Summe gedeckelt. Und wie viel das erreichen werden, können wir alles nicht sagen, aber auf jeden Fall ist der Beschluss da, dass es kommen wird. Förderungen von Handwerkerleistungen stehen zur Verfügung. Bis Ende 2014 stehen insgesamt 10 Millionen und für das Jahr 2015 weitere 20 Millionen parat. Wer diese Förderungen in Anspruch nehmen kann, ist klar festgelegt. Also wir bekommen leider diesen Handwerkerbonus nicht zugesprochen. Den Handwerkerbonus sollte nicht der gewerbliche Kunde, sondern der Privatkunde in Anspruch nehmen können für Sanierungen eigentlich im Baugewerbe. Kein Schutz, keine Gewährleistung nehmen Leute oft risikobereit in Kauf, wenn es um den Pfusch geht. Auch in der Kfz-Branche ist das Pfuschen leider am aufsteigenden Ast. Man möchte dahingehend natürlich entgegenwirken. Dem Pfusch wird entgegengewirkt, indem man Bewusstseinsbildung bei dem Konsumenten hervorrufen will und die Kontrollen durch das Finanzamt und die Wirtschaftskammer verstärkt. Vor allem das Finanzamt hat eine Eingreifgruppe deklariert, die schaut, dass diese vergangene Umsatzsteuer oder entgangene Umsatzsteuer lukriert wird. Seitens der Finanz gibt es Kontrollorgane, die durch die Steiermark, aber auch alle anderen Bundesländer reisen und vermehrte PKW-Ansammlungen auf dem privaten Sektor in Zukunft noch stärker kontrollieren werden. Den Winterschutz entfernen, die Eisheiligen abwarten und die Kübelpflanzen aus dem Winterquartier bringen. Dies sind nur einige Maßnahmen, die man als Pflanzenliebhaber in der Blütezeit des Jahres beachten sollte. Wichtige Gartentipps und Trends haben wir uns vorab von den Profis geholt. Das Frühjahr lädt ein, seinen Garten, Balkon oder aber auch die Terrasse blumentechnisch auf Vordermann zu bringen. Neben Pelargonien gibt es auch noch andere Trends. Es gibt alle ja Trends. Ich meine, es ist traditionell immer der Balkonprinz. Natürlich im Vordergrund, es gibt immer Neuheiten, aber die Leute tendieren immer auf das, was eigentlich das Gängigste ist, die Pelargonie. Die Gräser sind immer im Trend, also das ist seit Jahren jetzt da eigentlich das gleichbleibend, dass ein Gras in den Balkonkistel kommt oder in den Garten ein Gras gesetzt wird. Das ist beruhigend, das ist einfach ja, ein gutes Flair im Sommer. Um schöne Pflanzen im Sommer zu haben, muss natürlich vor allem im Frühjahr die richtige Bepflanzung vorgenommen werden. Im Mai und Juni setzt man dabei auf Altbewährtes. Sträucher, also jetzt die ganzen Forsythien, Weigelien, Magnoliensträucher kann man setzen, beziehungsweise auf die Terrasse die Sommerblumen, Gräser, Pelargonienbäumchen, Fuchselbäumchen, gemischt gesetzte Schüsseln, das setzt man jetzt im Garten oder auf der Terrasse.
Pflanzenliebhaber mögen auch exotische Pflanzen. In der Steiermark setzt man auf heimische Pflanzen, von denen es wahrlich genug gibt. Jetzt muss ich sagen, wir in der Steiermark, wir sind irrsinnig gesegnet an Gärtnereien. Wir haben wirklich fast nichts aus dem Ausland. Also wir stehen schon auf das Traditionelle noch und wir haben nicht unbedingt Exoten, nein. Also bei uns wird wirklich das noch gesetzt, was wir selbst produzieren. Damit bereits Gepflanztes auch wieder blüht und wächst, ist auch der Rückschnitt ein wichtiges Thema. Na, alles, was im Herbst blüht, schneidet man im Frühjahr. Also wenn die Forsythien blühen, sollte man die Rosen schneiden. Das ist immer so ein Zeichen im Frühjahr. Und alles, was im Frühjahr blüht, schneidet man im Herbst. Das ist ganz, also da kann man sich wirklich an dem halten, was März, April, Mai blüht, muss man im September, Oktober schneiden. Was im Herbst blüht, schneidet man März, April, spätestens Mai. Jetzt ist schon zu spät zum Schneiden normal. Jetzt lassen wir die Pflanzen wachsen. Auch im Jahr 2014 gibt es wieder eine Pflanze bzw. Blume des Jahres. Natürlich gibt es auch heuer eine Blume des Jahres, alle Jahre. Und das ist die Bella Stella, die Blume des Jahres. Das sind die Zauberglöckchen, die mehrfärbigen Millienbells. Kleinblütige Sophinien kann man dazu sagen. Verkehrsexperten warnen vor Elektroscootern, die vom Gesetz her als Fahrräder gelten, aber mit Elektromotor betrieben werden. Das Problem, auch Kinder dürfen diese Scooter im Straßenverkehr lenken. Dass Kinder mit Elektroscootern überfordert sein können, steht außer Frage, da diese Elektroscooter oft Geschwindigkeiten erreichen, mit denen Kinder schlichtweg überfordert sind. Nachdem man beim ÖAMTC für ein Interview nicht zur Verfügung stand, hat uns der ABÖ Kapfenberg Auskunft gegeben, wie es infotechnisch mit den Elektroscootern aussieht. An und für sich ist es richtig, es gibt eine neue Art von Scooter, die eine Maximalgeschwindigkeit bis 25 km/h haben dürfen und eine maximale Leistung von 600 Watt. Mit diesen können Kinder ab 12 Jahren auf der Straße fahren. Auch eine andere Gefahr geht laut Kuratorium für Verkehrssicherheit vom Autofahrer aus. Dieser erkennt nicht, dass vor ihm ein Kind fährt, das vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen ist. Bei diesen Elektroscootern besteht laut Informationen keine Helmpflicht, ergo ist die Sicherheit gefährdet. Es ist natürlich empfohlen, trotzdem einen Helm zum Tragen anbieten, tät sich dann natürlich der normale Fahrradhelm. Wann der Mopedführerschein zum Einsatz bzw. die Helmpflicht zu tragen kommt, ist klar deklariert. Die Helmpflicht und den Mopedführerschein braucht man dann, wenn man mit so einem Scooter fährt, wenn er über 600 Watt hat und eine Geschwindigkeit von über 25 km/h erreichen kann, dann ist natürlich ein Mopedführerschein erforderlich und auch ein dementsprechender Helm. Verantwortungsvollen Eltern sei eines gewiss. Radfahren ist nicht nur gesünder, sondern kann genauso viel Spaß machen wie das Fahren mit einem Elektroscooter. Auch kostentechnisch spricht einiges mehr für das Fahrrad. Kurzum, man muss nicht jeden technischen Modetrend mitmachen, gerade wenn es um die Sicherheit der Kinder geht. Unbeständiger und nur noch zeitweise sonnig war es heute Mittwoch. In der Obersteiermark gab es zum Teil Regenschauer, vereinzelt gingen auch hier und da Gewitter nieder. Morgen Donnerstag bessert sich das Wetter, die Wolken lockern wieder etwas auf. Bis Mittag sind besonders im Norden der Obersteiermark noch letzte Regenschauer dabei. In der Früh erreichen die Temperaturen 5 bis 10 Grad, am Nachmittag dann 17 bis 22 Grad. Soweit unsere tägliche Sendung Mürztal aktuell. Verbringen Sie noch einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.